Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Seit langer Zeit mal wieder aus dem ETS mit Sprache, der absolute Wahnsinn. Es geschehen noch Wunder. Ja, ich habe jetzt in längerer Zeit kein Video hochgeladen, aber jetzt denke ich, dass ich doch noch mal ein bisschen fahren kann und das aufnehmen kann. Ja, hier mit meinem Scania, den kennt ihr ja. Den Auflieger habe ich jetzt auch schon etwas länger, aber zwischen dem letzten Video und dem Video gab es den noch nicht. Der ist, ne, zwischen dem letzten Video und ich verstehe, was ich meine. Das ist ein Schmitz Cargo Bull. Gibt eigentlich auch nicht wirklich viel dazu zu sagen. Ja. Hier vorne habe ich jetzt Stay Strong drin stehen als Sticker. Das sind halt so die kleineren Änderungen, die jetzt an dem LKW noch passiert sind. Die Door Bars sind wieder da. Ich weiß nicht, ob die im letzten Video auch schon wieder da waren. Im letzten Video meine ich, waren sie nicht da. Ich meine, da wären sie nicht da gewesen. So, innen hat sich ein bisschen was getan. Oh, jetzt habe ich den Michelin-Menschen weggekickt. Hier die Frames. Ich habe ein paar Probleme mit den Frames momentan. Das kotzt mich übelst an. Das Lenkrad ist jetzt in der Tonfarbe. Entschuldigung. Die Brüstung. Ich habe einen Schaltknauf drin, also hier ein Schalter, Kaffeemaschine, hier Niveauregulierung habe ich auch noch, Bettdecke und eine Schrift. Die Schrift ist noch verbuggt. Da wollte ich mich nochmal bedanken beim Luca Kremser. Der hat mir das ganz schnell gemacht. Finde ich wirklich klasse. Ist auch schon wieder ewig her. Ich wollte eigentlich schon viel, viel früher ein Video machen, aber irgendwie. Was ist hier sonst drin passiert? Eigentlich nicht viel. Echt? Also für die Leute, die mir nicht auf Instagram folgen, ist was, kann ich noch was sagen. Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres hier an meinem Logitech-Lenkrad einen Scania-Shifter. Heißt, dieser Schaltknopf hier, den habe ich jetzt quasi genauso neben mir. Und der funktioniert auch hier. Mit den Schaltern, das funktioniert alles wunderbar. So, dann machen wir mal die Strecke zurücksetzen. Wer sich jetzt wundert, warum hier die Maps so ein bisschen anders aussieht bei mir. Ich nutze die Eco oder EU Fresh Map. Eco Fresh? Ne, Eco Fresh ist was anderes. EU Fresh Map. Die macht sie ein bisschen was in Holland und hier Hamburger Großmarkt fügt die hinzu. Überall so ein bisschen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo überall. So. Frachtmarkt. Wir sind in Rotterdam. Müssen wir uns mal Rotterdam. Ah, Hammer. Eine kleine Tour, würde ich sagen. Fahr mal Antwerpen, Antwerpen. Ja, fahr mal Fahr mal nach Antwerpen. Das muss kein langes Video sein. So. Ich habe den neuen Kriechbaum-Sound mit dran. Mit drin. Fahren wir mal laden. Ich glaube, ich stelle den Sound aber auch noch ein bisschen runter. Da. Gesamtlautstärke mache ich mal so. Ich bin gleich wieder da. So. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Mein LKW ist vorne ein bisschen tiefer geworden. Ja. So, Navi, wohin? Ja, dran sehen, das ist da drüben. Ja, wie gesagt, Entschuldigung für die. Niedrige FPS-Zahl. Pernis. Fahren wir mal laden.
Auftrag annehmen. Dann werden wir geladen. Wir fahren nach Antwerpen. Jetzt habe ich vergessen, meine Telemetrie. Anzuschalten. Sonst hätte ich euch jetzt auf den Kilo sagen können, wie schwer ich bin. Aber ich habe hier ein altes Handy neben mir. Und da kann ich mir das anzeigen. Ich habe da die, wie heißt die? Moment. Kurz das Handy aufmachen. Wie heißt die? SIM-Dashboard. Ui. Stunden, weil ich jetzt in den Kriegsgang reingehe. Wenn ich mich nicht irre, ist das, ja, das sieht sehr nach der Brücke aus. Da drüben auf der Insel war ich im Urlaub. Alter. Sagt mir aber auch alles nichts.
das war die Insel, wo ich war, vorletztes Jahr im Sommer. Wenn jetzt natürlich auch die Insel hier im Spiel dann noch gemeint ist. Fahren wir eigentlich hier rum? Ach, das geht schneller, ha? Rennesse, da wollte ich ursprünglich hin, aber da war voll. Ah ja, da seht ihr mal ein bisschen was von der Eurofresh-Map. Naja, entweder du überholst oder du überholst nicht. Mittelburg, ach. Sagt mir alles nicht so viel. Weil das kann sein, dass es diese Ellenlacker Brücke ist, ne? Ich weiß nicht, Leute, die sich hier auskennen, kann das sein, dass das hier die Ellenlange Brücke ist? Hier wirklich so, boah, ewig lang Schnur geradeaus geht. Dann war ich hier schon. Jawohl. Das war wieder ein Mapfehler, das kannst du gut, da kann ich drauf schwören. Da vorne ist wieder weiß. Wo man hier immer mit rechnen muss, dass hier irgendwo eine unsichtbare Wand ist. Das finde ich scheiße, das finde ich nicht gut. Schon wieder runter. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Ja, der Kunde kann nicht mal.
ist so eine gute Zeit. Hier 15 Minuten für ein Video, das reicht doch vollkommen. Einfach mal ein kleines Lebenszeichen. Die leuchtet das Lenkrad hoch. Ihr wisst Bescheid. Okay. Na, Standlicht lassen wir immer mal an. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war ein kleines Lebenszeichen von mir. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bedanke mich für 900 Abonnenten auf YouTube, 100 Abonnenten noch und wir haben die 1000. Eine 1000er voll machen, das wäre ja mal schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja. Bis demnächst, ne?